Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Presseclub Concordia, einem Haus mit langer Geschichte, ein bisschen was sieht man eh auch an den Wänden. Herzlich willkommen euch allen, die heute hier sind, danke fürs Kommen, danke für den Verzicht der Fußballfans, 0-0 steht's, glaube ich, also verpasst eh nichts, und um hier in den nächsten ca. 1,5 Stunden beizuwohnen, zuerst ein moderiertes Gespräch, zurücklehnen und zuhören und danach offene Fragen, also einfach mit einem kurzen Handzeichen eure Fragen an unsere beiden Gäste stellen. Herzlich willkommen auch allen, die über digitale Wege dabei sind, ob Instagram, YouTube, Spotify oder anderes. Und herzlich willkommen vor allem unseren heutigen beiden Gästen. Zu meiner Linken einmal eine der gefragtesten Kulturwissenschaftlerinnen und Migrationsforscherinnen Österreichs. Sie arbeitet vor allem zur Fluchtmigration und Integration, nämlich an der Wirtschaftsuniversität Wien. Schönen guten Abend, Judith Kohlenberger. Vielen Dank, danke sehr. Und zu meiner Rechten, er ist den meisten wahrscheinlich bekannt rund um Matura 2020, Matura 2021, Distance Learning, Schichtbetrieb und was da alles war. Herbstferien und so weiter. Inzwischen ist er nicht mehr in der Politik, eigentlich nur einen kleinen Teil seines Lebens hat er dort verbracht. Die meiste Zeit ist und war ja Wissenschaftler, eine kurze Zeit in München, die meiste Zeit an der Universität Wien, kommt eigentlich aus der Geografie und ist jetzt nach seiner Zeit als Bundesminister unter der Regierung Kurz. Zuerst, damit kurze Pause, noch einmal kurz und ein Monat Schallenberg war auch noch dabei, ist er jetzt Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und heute Abend hier. Schönen guten Abend, Heinz Fassmann. Ja, Herr Fassmann, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Sie aus der Politik ausgeschieden sind. Wie geht es Ihnen, ein Jahr ohne Politik? Ja, also gut geht es mir, gar keine Frage. Ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich ohne Wehmut und Groll aus der Politik wieder ausgeschieden bin. Fast 4 Jahre lang Minister in einem großen Ressort mit einem schwierigen inhaltlichen Portfolio. Also da hat man schon seine, glaube ich, seine Schuldigkeit getan. Und wenn Sie vielleicht einmal gefragt werden, ob Sie Wissenschafts- oder Bildungs- oder Unterrichtsministerin werden wollen, man soll sich überlegen, es ist ein wirklich durchgetakteter Arbeitstag, der geht von 8 bis 20 Uhr und das oft auch von Montag bis Sonntag. Also es ist nicht wenig zu tun. Man kommt auch nicht immer wirklich zum konzeptionellen Denken, weil die Mechanismen, Medienauftritte, Parlament, diese Veranstaltung, jede Veranstaltung, einen wirklich auf Trab hält. Und vielleicht auch sollte man sich überlegen, Minister zu werden, weil die Wirkmacht selber, Dinge zu verändern, die ist gegeben, aber es ist ein Prozess, auf den man sich einlassen muss. Gesetzesänderungen, die brauchen ihre Zeit, man braucht Koalitionspartner, man muss Überzeugungsarbeit leisten, in Ausschüssen, in Plenarveranstaltungen gehen. Also es ist nicht ganz so einfach. Dennoch, wenn Sie Lust haben, machen Sie es. Es ist eine Erfahrung, glaube ich, die man wahrscheinlich eh nur einmal in seinem Leben machen kann, im Maschinenraum der Republik Österreich zu sein und an einigen wenigen Hebeln drehen zu dürfen. Also machen Sie es, aber man muss auch wieder rauskommen. Das ist, glaube ich, auch wieder wichtig. Frau Kohlenberger, wie würden Sie die Frage beantworten, wenn Sie eines Tages gefragt werden würden, wollen Sie nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Politik tätig sein? War der Appell von Herrn Fassmann überzeugend genug? Also ich muss sagen, ich glaube, eines der verführerischsten Dinge daran, Wissen zu schaffen oder Wissenschaftlerin zu sein, ist, dass man doch einen sehr selbstbestimmten Tag hat. Also wirklich so der Alltag an sich, der hält viele, viele Zeiträume parat, in denen man eben genau zu diesem konzeptionellen Denken kommt. Und das ist unglaublich schön und bereichernd, finde ich. Ich hatte in den letzten Monaten zugegebenerweise auch weniger davon, weil ich auch Medienauftritte und Lesungen mit meinem neuen Buch und so weiter habe. Also das war dann mir selber so zuzuschreiben, dass dann vielleicht ein bisschen weniger Zeit zum freien Denken war. Aber das ist wirklich etwas Schönes und das kann ich sehr nachvollziehen, dass man das unmittelbar gleich vermisst, ja? Oder dass man nach einiger Zeit sagt, puh,
das war eigentlich das, was mich so angetrieben hat. Und ich habe das letztens auch beim Schreiben meines neuen Buches gemerkt, das Fluchtparadox. So schön die Lesungen sind und die Interviews dazu und der Austausch mit den Lesern, am allerallerschönsten war das Stille vor sich hinschreiben und denken im Kämmerchen zu Hause. Ja? Das war eigentlich das Schönste, weil da erschafft man ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas Neues. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen fehlt, eben weil man so durchgetaktet und man möchte fast sagen fremdbestimmt ist. Also die Hoheit über den eigenen Kalender hat man, glaube ich, nicht mehr. Umgekehrt, was ich schon merke, was mich reizen würde, ist natürlich im weitesten Sinne die Gestaltungsmacht, die man dann vielleicht doch hat. Ja? Sie haben das jetzt ein bisschen sehr eingeschränkt, glaube ich, aber natürlich, es ist eine Position, wo man zumindest, wenn man es schafft, so ein paar Pflöcke einrahmen kann. Und das ist natürlich etwas für alle politisch interessierten Menschen, denke ich, in dieser Republik, wo man sagt, gut, wenn man die Gelegenheit hätte, würde man es nützen. Also ich kann die Frage leider nicht beantworten, weil sie zu abstrakt ist, aber ich sehe Pro und Contra da ganz deutlich vor mir und es ist wahrscheinlich eine Abwägungsfrage und dann kommen auch noch die eigenen privaten und persönlichen Gründe dazu, passt es gerade in die Zeit, in der man sich befindet, passt es gerade in die eigene Lebensplanung, fühlt man sich dem auch gewachsen, das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen, aber natürlich, ich erkenne absolut, dass es gerade für jemanden, der in der Wissenschaft auch tätig war, spannend ist zu sagen, wie könnte ich denn jetzt das von der theoretischen Ebene auch in die Umsetzung bringen? Jetzt ist Ihr Beruf Wissenschaftlerin oder Forscherin. Wenn da junge Menschen heute sitzen, viele junge Menschen, und wir nennen Berufe wie Ärztin, Busfahrer, Lehrer, Lehrerin, dann kann man sich darunter was vorstellen. Was kann man sich unter dem Beruf Wissenschaftlerin vorstellen? Oder anders gefragt, was machen Sie den ganzen Tag in diesem Beruf? Es ist lustig, weil ich habe gerade heute, kann ich anteasern an dieser Stelle, die erste Folge meines neuen Podcasts gedreht und da habe ich genau diese Frage beantwortet. Was macht eine Migrationsforscherin den ganzen Tag? Und eigentlich glaube ich so, wenn man so ein, da gibt es glaube ich einen Fachausdruck, wenn man so ein begleitendes Video auf YouTube macht, oder? Follow me along, nicht? Sowas. Das wäre unglaublich fad bei mir in den allermeisten Tagen, weil ich sitze halt den ganzen Tag nur vorm Bildschirm und lese und schreibe und denke und lese und schreibe und denke. Und manchmal stehe ich im Hörsaal und dann rede ich aber auch wieder nur und dann gehe ich wieder zurück und lese und schreibe und denke. Wobei ich ja ein bisschen eine untypische Wissenschaftlerin wahrscheinlich bin, weil ich doch relativ oft auch den Austausch mit der Öffentlichkeit suche, also ob das jetzt Medienöffentlichkeit ist oder Veranstaltungen wie diese hier und so weiter. Das heißt, hin und wieder führt mich dann der Weg aus dem Büro hinaus, aus dem sprichwörtlichen Elfenbeinturm hinaus, auf den Königlberg oder woanders hin, aber das sind eher die Ausnahmen. Das klingt alles unglaublich fad, ist es aber überhaupt nicht, weil ich finde, mein Alltag ist unglaublich abwechslungsreich. Und ja, das stimmt und das ist kein Klischee, dass Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt eine 40-Stunden-Woche haben, da gibt es wahrscheinlich wenige, aber selbst wenn es eine 60-Stunden-Woche ist, sie ist selbstbestimmt und sehr frei eingeteilt. Vor allem ab einem gewissen Karrierelevel ist das der Fall. Und vor allem die inhaltlichen Themen, mit denen man sich befasst, die sind zum großen Teil selbst gewählt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man zunehmend selten findet in der Berufswelt da draußen. Und Sie sehen, ich brenne weiterhin dafür. Vor allem, wenn man mal merkt, dass man sein Thema gefunden hat. Inhaltlich wie vielleicht auch im weitesten Sinne persönlich, man sich auch damit irgendwo identifiziert, dann ist das so ein Leuchten, das einem auch, glaube ich, durch die Durststrecken sehr gut hindurchträgt. Und die gibt es in jedem Beruf, ganz klar. Aber die Wissenschaft ist da schon speziell, weil die Motivation bei den meisten, die ich kenne, von ganz innen herauskommt. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Herr Fassmann, selbe Frage, andere Ausgangslage. Ich habe Sie vorgestellt als Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was machen Sie den ganzen Tag? Was glauben Sie? Na, was Sie gesagt haben, ist natürlich alles richtig. Ich war ja auch zeitlebens sozusagen an der Uni oder an der Akademie, auch Professor in Wien und München. Natürlich ist die Selbstbestimmung in unserem Beruf ungeheuer groß. Also die Selbstbestimmung, das Thema zu wählen, aber auch die Selbstbestimmung, wann möchte man was tun. Nicht? Und vielleicht mal am Sonntag und dafür am Montag nicht, ist großartig. Also dahingehend ist wahrscheinlich meine Empfehlung, nicht Minister, sondern Professor oder Professorin zu werden, ganz eindeutig, ich folge Ihnen dabei. Man muss vielleicht dazu sagen, nur dass die Positionen des wirklich selbstbestimmten Arbeitens
auf der Ebene Professor, das ist halt eine, sozusagen eine Pyramide, nicht? Und nicht alle erreichen dann die Positionen, wo man genau diese Selbstbestimmung hat. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und das ist manchmal auch ein sehr harter Konkurrenzkampf, der hier entsteht, um dann diese schönen Positionen zu erlangen. Was mache ich? In der Früh, um spätestens 8.30 Uhr im Büro sein, Gespräche führen, Dokumente lesen, Besprechungen machen, Entwicklungspläne schreiben, Institute besuchen, mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auseinandersetzen, was sie tun, überlegen, wie sich die Akademie weiterentwickeln kann. Und am Abend gibt es dann manchmal noch eine Abendveranstaltungen, wo man meistens Grußworte sprechen muss. Grußworte sind ja eine sehr beliebte Textkategorie. Kaum hat der, der die Grußworte zu sprechen hat, angefangen, sehnt sich das Publikum in der Regel auch immer schon an das Ende der Grußworte heran. Also dahingehend habe ich das schon gelernt. Aber Vorlesungen sind leider nicht mehr drinnen, aber sicherlich die interessantere Textsorte und Textkategorie. Und bei den Vorlesungen sehnt sich das Publikum hoffentlich nicht schon am Beginn nach dem Ende. Das kann auch vorkommen in meiner Erfahrung. Aber hängt von der Tageszeit ab, ja. Und es hängt davon ab, wie weit es einem gelingt, Publikum für eine Materie zu interessieren, die manchmal auch ein bisschen spröde ist. Also, weiß nicht, rechtliche Grundlagen der Raumordnung in Österreich, kennen Sie die? Die ist schon ein bisschen spröde, aber da muss man auch durch. Ich kenne sogar leider wirklich, weil ich habe es im Studium gehabt, aber nicht bei Ihnen, das ging Sie nicht mehr ganz aus. Ich möchte über die Lage der Wissenschaft in Österreich sprechen und habe dazu ein Zitat von Ihnen, Herr Fassmann, mitgebracht. Eines zu weit. Nämlich der Standard hat kurz vor Ihrem Antritt als Präsident geschrieben, die Headline war: Künftiger ÖRW-Chef Fassmann will frustrierende Rolle von Forschern in Politikberatung verbessern. Warum ist es manchmal frustrierend für Forscherinnen und Forscher in Österreich? Das habe ich wirklich gesagt. Ja. Naja, also ich finde die Situation, die Eurobarometer ist eine europaweite Umfrage, die versucht hat zu identifizieren, wie wissenschaftsfreundlich oder wie wissenschaftsskeptisch sind die europäischen Gesellschaften, insbesondere auch die österreichische. Und da fand ich es frustrierend, dass wir trotz hervorragender Universitäten, guter Forschungseinrichtungen, motivierter Professoren und Professorinnen dennoch eine doch relativ hohe Wissenschaftsskepsis in Österreich haben. Das finde ich frustrierend. Ich finde es auch deswegen frustrierend, dass dieser Eurobarometer das so gezeigt hat, weil es eine eindeutige Korrelation gibt zwischen, wenn man so will, Wissenschaft, Wissenschaftsinvestitionen auf der einen Seite und Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Unser Wohlstand, unsere Prosperität hängt klar davon ab, wie viel wird in Forschung investiert, aber auch wie viel Forschung passiert. Dahingehend, glaube ich, ist es eben nicht eine frustrierte Aufwendung der öffentlichen Hand, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Rückversicherung, dass es uns morgen gut geht. Deswegen wahrscheinlich fand ich es frustrierend, dass wir eine Wissenschaftsskepsis haben. In Wirklichkeit sollten wir eine Wissenschaftseuphorie haben, weil es ist genau das Rezept, wie gesagt, um Zukunft abzusichern. Frau Kohlenberger, Ihre Wahrnehmung in der Praxis, Wissenschaftseuphorie, Wissenschaftsskepsis in Österreich. Wie steht es um die Wissenschaft in unserem Land? Also ich glaube, das sind jetzt mehrere Ebenen. Das eine ist die Frage von Politikberatung. Da sind wir sehr schnell auch bei der Frage, was passiert mit den berühmt-berüchtigten Auftragsforschungen. Das ist weiterhin natürlich möglich, dass die in der Schublade verschwinden, dass sie nicht veröffentlicht werden. Es ist eigentlich kein Wissenschaftsthema, das ist ein Transparenz- und Informationsfreiheitsthema. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel. Also das würde ich als ehesten, am anschlussfähigsten sehen,
in meinem Gebiet, dass natürlich auch hier, gerade wenn es um Integrationsforschung geht, sehr vieles auch gefördert wird, sehr viel auch punktuell sich angeschaut wird, aber nicht immer zwangsläufig die Ergebnisse erstens den Weg in die Öffentlichkeit finden und noch weniger, glaube ich, die Ergebnisse unmittelbar dann auch zum Beispiel in Gesetzen umgesetzt werden oder auch wirklich dazu führen, dass man an der einen oder anderen Stellschraube in diesem System dreht. Ja. Das ist vielleicht hin und wieder auch frustrierend, wobei ich glaube, das liegt daran, mit welcher Erwartungshaltung man überhaupt hineingeht. Und ich glaube, die allerwenigsten Forscherinnen und Forscher, die eine solche Studie erstellen, erwarten sich, dass dann eins zu eins das, was sie an Politikempfehlungen, nennen wir das, am Ende des Textes stellen, umgesetzt wird. Trotzdem, glaube ich, ist der Austausch wichtig. Was die Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsskepsis oder Wissenschaftsfreundlichkeit betrifft, da sehe ich als eine ganz, ganz wichtige Initiative und das finde ich sehr schön, dass das an der ÖRW gestartet wurde und ich hoffe, das wird ausgedehnt auf alle Forscherinnen und Forscher in Österreich, dass es auch jetzt eine Meldestelle geben soll, eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man konfrontiert ist mit Anfeindungen bis hin zu Hass im Netz oder auch über das Netz hinausgehend, muss man sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht erst seit den Jahren Pandemie, aber zunehmend durch die Pandemie zu einem Thema geworden ist, ja, und dass es sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich solchen Anfeindungen ausgesetzt sehen. Das sind wir jetzt eher bei diesen Gründen, warum man dann vielleicht sich doch noch einmal überlegen sollte, wirklich in die Wissenschaft zu gehen und vor allem auch öffentlich aufzutreten als Wissenschaftler. Und ich glaube, gerade wir zwei, auch als Migrationsforschende, kennen das vielleicht. Neben dem Coronavirus gibt es wahrscheinlich kaum ein so emotionalisierendes Thema, muss man sagen, wie die Migration. Klima wäre dann noch ein weiteres und ich glaube, das sind die drei Hauptthemen. Es ist natürlich frappant, dass selbst wenn man etwas sagt, was in der eigenen Wahrnehmung absolut unangreifbar ist und einfach nur eine Feststellung des Status quo, könnte man sagen, und die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht, dass man trotzdem nämlich von allen Seiten des politischen Spektrums dafür angegriffen werden kann. Also da ist es fast zweitrangig, was genau die Aussage war. Da geht es, glaube ich, sehr stark darum, passt das ins eigene Weltbild oder nicht. Manchmal ist man auch, und dessen muss man sich bewusst sein, Projektionsfläche, da kommen auch Dinge hinein, die überhaupt nichts mit mir als Wissenschaftlerin zu tun haben, die vielleicht mehr mit mir als junge Frau zu tun haben, auch das ist natürlich möglich. Insofern begrüße ich das sehr, da hoffe ich, dass das auch wirklich, ich glaube, es wurde angekündigt, zu überlegen, auch auf wirklich alle Wissenschaftlerinnen in Österreich auszudehnen. Und daran erkennt man ja leider an der Tatsache, dass es das benötigt, dass die Wissenschaftsfeindlichkeit, würde ich es fast nennen, schon zugenommen hat. Und Österreich nimmt da auch europaweit keinen guten Platz ein. Jetzt könnte man natürlich anfangen zu diskutieren, wo setzt man an. Das eine ist sicherlich Schulbildung und auch über die Schulbildung hinausgehend. Das andere ist vielleicht auch eine Frage, wie positionieren sich öffentliche Universitäten, wie positioniert sich eine Wissenschaftlerin, losgelöst, abgekoppelt von der vermeintlichen Gesellschaft oder in Interaktion. Was bedeutet die Interaktion? Da sind wir auch bei ganz wesentlichen Fragen, die die Wissenschaftsforschung natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten angetrieben hat. Ist dieses Erklärungssystem Wissenschaft eines, das man in Frage stellen darf? Inwieweit darf man es in Frage stellen? Was ist eine wissenschaftliche Methode? Also auch diese Vermittlung von Grundlagen, glaube ich, ganz zentral. Da denke ich, gibt es schon noch Luft nach oben, das merkt man. Gleichzeitig, um jetzt mit etwas Positivem zu enden, nehme ich schon wahr, dass viel Bedürfnis auch da ist nach wissenschaftlicher Expertise, nach Fakten, nach Einordnung auch, gerade eben, weil ja die Informationsflut in einer digitalisierten Welt, wo wir das gesamte Wissen, möchte ich jetzt fast überzeichnet sagen, der Erde, immer am Smartphone mit uns tragen, also potenziell veranlagt, dass es da natürlich eine Instanz auch braucht, um das ein bisschen einzuordnen. Und ich glaube schon, dass da die Wissenschaft auch eine wesentliche Rolle darin spielen kann. Sie haben jetzt beide schon öfters die Corona-Pandemie angesprochen und sozusagen ein bisschen die Hochzeit der Wissenschaft, nämlich nicht nur was die Impfung anbelangt, sondern auch was Medienpräsenz, TV-Auftritte anbelangt. Trotzdem, wenn wir uns den Europa-Vergleich anschauen, Sie haben es bereits angesprochen, Österreich liegt da im unteren Durchschnitt, in der unteren Hälfte im EU-Vergleich, was das Vertrauen in die Wissenschaft anbelangt, auch was die Durchimpfungsrate anbelangt. Viele haben gesagt, na, ich glaube schon, dass die Wissenschaft das so sieht mit der Impfung, aber ich vertraue meinem Bauchgefühl viel lieber. Was müssten denn auch in der Politik oder welche
Rahmenbedingungen kann die Politik schaffen, um das zu verbessern, mehr Vertrauen in die Wissenschaft in Österreich zu schaffen, Herr Fassmann? Ich habe es ja gelernt als Politiker, dass man nicht unmittelbar immer auf einen Interviewer eingeht, sondern sich durchaus die Freiheit nimmt, auch auf Sie einzugehen. Es ist ja eine interessante Diskrepanz. Es gibt eine Befragungsserie, ein großes Institut in Europa macht das, die fragen, welchen Berufen vertrauen Sie am meisten? Was kommt so heraus? Sie können es vielleicht erahnen, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Wissenschaftler, Nummer 3, Nummer 4, wem vertraut man am wenigsten? Bankern, Journalisten und Journalistinnen und Politikern. Also dahingehend genießt, wenn man unmittelbar fragt, vertrauen Sie der Wissenschaft oder den Wissenschaftlerinnen, hört man eine hohe Zustimmung. Und das ist in gewissem Sinne eine Diskrepanz zu dem, was dann viele Forscher und Forscherinnen empfinden, wenn sie sich öffentlich zu Wort melden. Wir haben Erfahrungen gemacht, wo eine Kollegin, die sich während der Covid-Pandemie zu Wort gemeldet hat, musste eine Perücke nehmen, damit sie im Straßenbild nicht mehr erkannt wird. Eine andere hat den Wohnort gewechselt, weil sie im täglichen Leben angefeindet wurde. Das ist eine ganz merkwürdige Diskrepanz, die man auf der anderen Seite aber auch wieder relativieren muss. Wenn Sie oder ich in den sozialen Medien sozusagen gemobbt werden, um das freundlich zu sagen, naja, dann ist es halt ein Forum von vielleicht, wenn sich 1000 Postings zeigen, dann sind es 1000 Postings. Österreich hat 9 Millionen Einwohner, Gott sei Dank. Also die sozialen Medien haben ein Kommunikationsverhalten mit sich gebracht, wo sich eben eine Öffentlichkeit in viele Suböffentlichkeiten, in viele Blasen auflösen. Und man muss sich dann auch wieder vergewissern, dass man nicht Gefangener dieser Kommunikationsblase ist. Die von Ihnen angesprochene Science-Care-Aktion der Akademie der Wissenschaften versucht zum Beispiel auch das zu erklären, neben anderen ganz konkreten Dingen, die man vielleicht, wo man behilflich sein kann in Richtung rechtlicher Beratung, aber auch psychologischer Beratung, nämlich zu relativieren, das, was ich jetzt erfahren habe, ist eben stellvertretend, da bin es gar nicht ich, sondern eigentlich wollte da jemand irgendetwas transportieren, sodass man auch eine gewisse Ruhe und eine gewisse dicke Haut entwickelt. Aber Sie haben recht, wir sind stolz auf diese Aktion und wir wollen die auch, wenn sie sich bewährt, den Universitäten anbieten. Es muss nicht jedes Mal das Rad aufs Neue erfunden werden. Was kann man gegen die Wissenschaftsskepsis insgesamt machen? Ach, da kann ich nur eine aufklärerische Antwort geben. Zeigen, dass wissenschaftliches Wissen eine ganz besondere Qualität hat. Es ist nämlich immer ein Wissen, welches einer bestimmten methodologischen Grundstruktur folgt. Das ist nicht nur eine zufällige Beobachtung und Erkenntnis, die man macht, sondern es ist etwas, was überprüfbar ist. Überprüfbar von Ihnen. Ich kann überprüfen, was Sie sagen. Ein Ergebnis muss in gewissem Sinne klar dokumentiert werden. Die Rahmenbedingungen müssen dargestellt werden. Es muss reproduzierbar sein, das Ergebnis in einem gewissen Sinn. Also es ist viel, viel mehr als Alltagserfahrung. Es ist ein gesichertes Wissen und davon muss man überzeugen. In den USA ist Science Education ein beliebtes Fach, wo man ja seine Klassen selbst wählen kann. Science Education, wo man auch selbst bemerkt, was bedeutet naturwissenschaftliche Forschung. Bei uns im Schulsystem sind wir noch nicht so weit, aber wird schon kommen. Also je früher man anfängt, klarerweise von der Qualität zu überzeugen, desto besser und aufklärend tätig sein in der Öffentlichkeit. Und darf ich vielleicht noch einen Satz anfügen zum ersten Gesagten, was ich schon auch betonen muss, vielleicht bin ich eine Ausnahme, aber ich bekomme wesentlich mehr
Zuspruch und positive Nachrichten als Mobbing oder Hass-E-Mails, wesentlich mehr. Ja? Wobei man eigentlich sagt, das aktivierende Gefühl ist ja die Wut, die man hervorruft, nicht? Und die sozialen Medien, auch der Algorithmus im Hintergrund, funktioniert ja eigentlich so, dass er eher das Negative befördert. Und dennoch finde ich, und daran würde ich ja auch messen, dass es doch auch das Bedürfnis gibt nach Einordnung, nach wissenschaftlichen Fakten, nach genau diesem fundierten Wissen, wo man sich auch bedankt, selbst häufig tatsächlich bedanken sich Menschen, die sagen, wissen Sie, ich sehe das schon anders, aber danke, dass Sie da auch einmal was gesagt haben und versucht haben, den größeren Blick, nämlich den Blick von oben. Das ist auch sehr wichtig, denke ich, für viele, gerade in dieser tagesaktuellen Debatte, wo ja fast jeden Tag, ich sage es jetzt so ganz plakativ, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und da zu versuchen, den Blick von oben reinzubringen, das ist, glaube ich, etwas, was sehr viele auch schätzen. Und deshalb muss ich sagen, natürlich, man macht auch die negativen Erfahrungen, aber es ist schon auch lohnend, weil tatsächlich sehr viel Zuspruch auch kommt und weil es geschätzt wird, wenn eben in der tagesaktuellen Debatte auch wissenschaftlich eingeordnet wird. Ich möchte diesen Themenblock Wissenschaft, Wissenschaftsskepsis abschließen und zum Abschluss Ihnen beiden noch die gleiche Frage stellen, die sich anbietet, weil eine Frau neben mir sitzt und ein Mann neben mir sitzt. Sie haben auch die Erfahrung aus der Politik, wo ja Hass im Netz, Beleidigungen etc. natürlich auch ein Thema ist. An Sie beide gerichtet, haben es Frauen schwieriger oder sind Frauen viel öfter betroffen von Hass im Netz? Zum Beispiel in der Bundesregierung, die weiblichen Regierungsmitglieder mehr als die männlichen? Ja, definitiv. Mein Eindruck ist, weil ich auch Postings verfolge und auch entsprechende Resonanz von Forscherinnen jetzt mit kleinen i bekommen habe, es geht sehr schnell ins Sexistische hinein. Aber vielleicht bin ich auch nicht so ein Objekt, wo man leicht seine sexistischen Fantasien anheften kann. Aber das ist mir aufgefallen. Also dich werden wir schon kriegen und also diese Dinge. Ja. Frau Kohlberger? Ja, ich glaube, das Frustrierende ist, dass halt es sehr schwierig ist, glaube ich, die Rolle der Wissenschaftlerin vom Aussehen zu entkoppeln. Also man ist entweder für die öffentliche Debatte zu schier oder zu fesch. Es gibt nichts dazwischen. Ja? Und ich bekomme in beide Richtungen die Zuschriften, die beide nichts mit dem Thema natürlich zu tun haben, die beide auch nichts mit meinem Wissen und meiner Qualifikation zu tun haben und die wahrscheinlich männliche Wissenschaftler weniger bekommen. Wird es vielleicht auch geben, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen frustrierend, ja, weil da merkt man, die Kriterien, an denen man gemessen wird, die sind welche, die eigentlich dann gar nichts mehr mit der Wissenschaft zu tun haben. Also da würde ich wahrscheinlich zustimmen. Gleichzeitig, wie soll ich sagen, man lernt natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen, nicht? Also das, wie Sie es richtig gesagt haben, man ist leider auch häufig Projektionsfläche, aber das einmal zu erkennen, hilft dann auch zu sagen, gut, dieser Schreibende hier hat vielleicht seine eigenen Themen, das sind nicht unbedingt meine, und ich konzentriere mich auf die Sache und das alleine kann auch schon helfen. Ja. Ich möchte ein paar kurze Fragen zwischendurch als Themenwechsel einstreuen und darf Sie auch um kurze Antworten jeweils ersuchen, soweit möglich. Herr Fassmann, schauen Sie die WM in Katar? Ja, ich habe gestern kurz reingeschaut, fand es beeindruckend, dass das iranische Nationalteam eine bewusste, demonstrative Haltung durch das Nichtsingen der Hymne eingenommen hat. Und ich finde es noch immer also wirklich tief, dass man sich beim Tragen dieser kleinen Armbinde gedrückt hat. Das kann doch nicht sein, dass man hier so ein Symbol von Liberalität sich nicht traut zu tragen und damit der Weltöffentlichkeit zu dokumentieren. Ich hoffe, dass sich da noch was tut. Frau Kohlberger, schauen Sie die WM? Nein, ich boykottiere, aber ich habe vor kurzem meine Masterarbeit zu ZwangsarbeitsmigrantInnen in Katar betreut. Herr Fassmann, wann haben Sie zuletzt mit Sebastian Kurz gesprochen? Puh, das ist schon lange her. Fixieren Sie mich nicht, das muss frühes Frühjahr dieses Jahres gewesen sein, also schon lang her. Noch nie. Frau Kohlberger, wie stark ist Rassismus in Österreich? Das ist eine sehr große Frage für einen Wordrap. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben eine weiße Mehrheitsgesellschaft und wir wissen von Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, dass sie Ablehnungserfahrungen machen.
Ich glaube auch, dass Österreich in der Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit, weil ja, die gibt es auch in Österreich, wirklich noch Luft nach oben hat. Aber ich nehme auch wahr, dass sich da sehr viel tut, gerade auch von jungen Forschenden, die selber Migrationshintergrund haben, die selber Persons of Color sind, dass sich da viel tut. Und das finde ich eigentlich sehr schön und gibt mir auch sehr viel Mut für die Zukunft. Herr Fassmann, wie viele Personen mit Migrationshintergrund haben Sie in Ihrem Freundeskreis? Naja, nach der Definition von Statistik Austria bin ich ja selbst ein Mensch mit Migrationshintergrund. Meine Kinder haben Migrationshintergrund, meine Ehefrau hat Migrationshintergrund. Also in der Kernfamilie 100% und im Freundeskreis auch viele. Migration ist ein Teil der Gesellschaft. Ich habe aufgehört zu zählen, weil das wäre ja ein Teil auch von ganz merkwürdiger Zählung. Ich fand das ja immer so schade, dass man Alma Sadic als die erste Ministerin mit Migrationshintergrund verkauft hat. Ich antworte dann immer Heinz Fassmann. Ja, ganz genau. Und außerdem ist auch eher ein repräsentatives Beispiel, weil die größte Gruppe der Migranten in Österreich sind deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Also viel repräsentativer für die Zusammensetzung, könnte man sagen, des Landes. Ja, aber das sehen Sie natürlich auch, wie schief unser Migrationsbegriff hängt. Nicht? Die Deutschen sind Zuwanderer, ganz klar, aber eigentlich keine Migranten. Nicht? Ja, merkwürdig. Also zum Hintergrund, Heinz Fassmann ist in Düsseldorf geboren, war aber bereits in der Volksschule in Wien. Frau Kohlenberger, ist es okay, das Wort Flüchtlingskrise zu verwenden? Absolut, ja. Vor allem in der Beschreibung dessen, was als Zuschreibung passiert ist in diesen Jahren. Es gibt natürlich sehr viel Forschung dazu, war es eine Flüchtlingskrise oder war es eine Versorgungskrise, eine politische Krise. Ich selber, wenn ich ganz neutral über diese Ereignisse spreche, verwende den Begriff Fluchtherbst 2015. Dann komme ich ein bisschen raus aus diesen schon aufgeladenen Begrifflichkeiten. Aber auch die sind wichtig, sich damit zusammenzusetzen, zum Beispiel auf der narrativen Ebene, um jetzt noch eine Migrationsforscherin im weitesten Sinne zu nennen, die Ruth Wodak, die von uns allen sehr geschätzte Ruth Wodak, hat sich eben genau auch mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt. Was schwingt denn da auch mit in diesen, würde ich sagen, semantischen Aufladungen, dass man eben diese Krisenbegriffe gerade mit Blick auf Asyl und Migration verwendet? Herr Fassmann, letzte Frage an Sie. Hat Österreich ein Korruptionsproblem? Es ist ganz offensichtlich, dass es eine gewisse Form von Korruption gibt, die, glaube ich, nicht so sehr, war unlängst bei einer Konferenz in Kenia, dort sind sozusagen die Geldscheine mehr oder minder offen verteilt worden, um bestimmte Handlungen von öffentlichen Beamten zu erreichen. Ich glaube, so geht es bei uns nicht zu, aber die Frage, wer hat Vitamin B, wer hat Beziehungen, wer kann bestimmte Netzwerke ausnützen? Das ist ja auch eine gewisse Form von korruptivem Handelns. Das ist ein Teil, glaube ich, des österreichischen Wesens. Frau Kohlenberger, hat Österreich ein Korruptionsproblem? Ja, tatsächlich glaube ich das. Und ich muss auch ehrlicherweise ganz selbstkritisch sagen, in einem Land wie Österreich oder ganz konkret in einer Stadt wie Wien, das ja, sind wir uns jetzt ehrlich, eigentlich das einzig große Ballungszentrum in Österreich ist, würde ich sagen, da kennt man sehr schnell viele, oder ich würde nicht sagen alle, das ist sehr eng und man nimmt auch wahr, und ich muss mich da selber an der Nase nehmen, dass man sich denkt, ah, da rufe ich den an, da kenne ich jemanden, da kann ich da fragen, der schuldet mir noch was. Es ist ein bisschen, glaube ich schon, sage ich ganz selbstkritisch als Österreicherin, im Mindset oder in der Mentalität drinnen, und das merke ich gerade auch im Austausch mit deutschen Kollegen, ich habe viele deutsche Kollegen gerade an einer Universität, die das nicht so im Gespür haben. Das meine ich jetzt positiv, dass die das nicht so im Gespür haben. Und ich glaube, da würde uns tatsächlich auch etwas mehr Distanz gut tun, auch im Alltag. Ja, das vermisse ich schon, bis hin natürlich zu diesen großen Korruptionsfragen, die uns beschäftigen. Und ich glaube, da braucht es einfach ganz klare, erstens gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch Anwendung dieser Rahmenbedingungen, Umsetzung und Sanktion, wenn dagegen verstoßen wird. Ja. Reden wir über Migration, Flucht, Asyl, das ist ja auch Ihr Schwerpunkt. Auch Sie haben eine Migrationsgeschichte, die ist aber recht schnell erzählt, nämlich vom Neusiedlersee nach Wien. Binnenmigration, genau, ja. Ein paar Kilometer. Warum ist eigentlich Migration Ihr Schwerpunkt, wenn Sie selber jetzt keinen ganz großen Hintergrund haben? Wie sind Sie auf das gekommen? Warum ist das Ihr Thema?
Also ich habe da mehrere Antworten auf die Frage mittlerweile parat. Das eine ist, mein eigener Initiationspunkt war tatsächlich die Ereignisse im Jahr 2015, als ich an einer der europaweit ersten Studien zum Fluchtherbst damals beteiligt war, unter dem Demografen Wolfgang Lutz. Ich glaube, der ist ja auch ein ehemaliger Kollege von Ihnen. Und dann, wie das so häufig ist in der Wissenschaft, wurde zwar mit dieser Studie eine Frage beantwortet, aber 10 weitere Fragen haben sich aufgetan und dann kam die nächste Studie, die nächste, und ich bin dem Thema verhaftet geblieben. Ich glaube aber schon auch, und das habe ich jetzt erst im Rückblick in den letzten Jahren verstanden und auch für mich begriffen, dass es schon etwas mit einem macht, wenn man in so einem Grenzgebiet aufwächst, wie ich es getan habe, nämlich an der burgenländisch-ungarischen Grenze, unweit der Brücke von Andau, die vielleicht einigen hier ein Begriff ist. Beim Volksaufstand in Ungarn 1956, das war eigentlich die erste große Flüchtlingskrise, die Österreich in der Zweiten Republik zu bewältigen hatte, da kamen allein über diese kleine Holzbrücke im burgenländischen Andau, das ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern, ja, Zehntausende ungarische Flüchtlinge und die kamen in ein unglaublich armes und strukturschwaches Burgenland. Ich weiß das aus meiner eigenen Familiengeschichte, wie schlecht es den Leuten damals selber ging, mitten noch im Wiederaufbau. Und die hiesige Bevölkerung, die hat nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Heime geöffnet und die Menschen aufgenommen und versorgt. Und ja, viele dieser ungarischen Flüchtlinge sind weitergezogen Richtung Westen, USA und so weiter. Es sind aber auch welche geblieben. Klassisches Beispiel oder prominentestes Beispiel ist Paul Lendweinig, der aus dieser Zeit stammt. Und gleichzeitig in dieser Zeit hat man jetzt einerseits diesen verklärten Blick zurück. Häufig wird gesagt, da hat Österreich gezeigt, wie humanitär es handelt, wie aufnahmebereit es ist. Ja, wenn man sich die Archive der damaligen Zeit anschaut, die Medienberichte, sieht man aber auch, dass es genau wie 2015 auch gegenteilige Meinungen gab. Es gab auch Ablehnung, es gab auch Skepsis. Ja. Und das war ist für mich so ein wichtiger historischer Kristallisationspunkt, weil das in unmittelbarer geografischer Nähe zu mir selber passiert ist und gleichzeitig natürlich konkret in den Nullerjahren oder auch 90er Jahren, muss man sagen, da war natürlich noch eine spürbare Grenze, da war die EU noch nicht Richtung Osten erweitert und ganz davor war natürlich unmittelbar der Eiserne Vorhang. Und ich glaube schon, die unmittelbare Grenze vor der Nase zu haben, das hat wahrscheinlich auch was mit meinem Verständnis von Mobilität und von freiwilliger und unfreiwilliger Immobilität gemacht. Herr Fassmann, was bei Ihnen, auch Sie kommen ja aus der Geografie, wie wir schon gesagt haben, Bevölkerungsgeografie, Migrationsforschung sehr lange. Warum? Naja, das hat auch was mit einer persönlichen Betroffenheit zu tun. Ich bin sozusagen als kleiner Junge nach Österreich gekommen, nach Wien gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da mit einem rheinländischen Dialekt beim Bäcker nach ein paar Brötchen verlangt habe. Und der Bäcker hat gesagt, hier heißt es Semmeln. Man erlebt natürlich auch so etwas wie eine gewisse Fremdheitserfahrung, auch dann, wenn man deutschsprechend ist, in einem fremden Land. Ich will es, das kann man nicht vergleichen, dahingehend nicht vergleichen mit den wirklichen Fremdheitserfahrungen, die man erlebt. Aber jeder, der mal Migration gemacht hat und aus einem anderen Bereich kommt, wird erleben, man wird zunächst einmal, gerade in der Wiener Gesellschaft, auch der Nachkriegszeit, waren damals die Mitte der 60er Jahre, irgendwie anders behandelt. Und irgendwie habe ich mir dann immer die Frage gestellt, ja, wie geht es denn denen, die migrieren, nicht? Und wie bedeutsam ist Migration? Und wie verändert die Stadt die Zugewanderten, aber wie verändern die Zugewanderten auch die Stadt? Das war so eine durchgängige Fragestellung, die dann begleitet war mit allen möglichen Forschungen, die Überseewanderung der Österreicher, um auch den Österreichern zu zeigen, passt mal auf, ihr seid nicht nur ein Zuwanderungsland, sondern ihr wart in vielen Bereichen, wenn Sie die Burgenländer ansprechen, auch ein Auswanderungsland. Vor fast 30 Jahren, es ist leider so, dass die Zeit so schnell vergeht, habe ich damals auch mit Rainer Münz zusammen ein Büchlein verfasst im Einwanderungsland Österreich, weil es irgendwie klar geworden ist, dieses Land wird zu einem Einwanderungsland. Und wir haben es auch immer bedauert, dass sozusagen die Politik, aber auch die Bevölkerung das nicht so zur Kenntnis genommen hat,
wie man es beispielsweise in den USA erlebt. Dort ist es vollkommen klar, wir sind eine Nation, die nur durch Zuwanderung entstanden ist. Dort ist dieses Bewusstsein sehr viel stärker ausgeprägt. Also dahingehend ist noch nicht alles erledigt. Ich glaube, die Migrationsforscher müssen noch ihre Aufklärungsarbeit leisten, damit dieses Bewusstsein sind, wir sind so etwas wie ein neues Zuwanderungsland, auch Einkehr hält. Jetzt ist Österreich ein Einwanderungsland, das ist heute recht unbestritten, das lernen wahrscheinlich die meisten von euch in der Schule oder haben es eines Tages gelernt. Auch jetzt gerade, Österreich erlebt gerade sehr, sehr viel Einwanderung, wenn wir uns die aktuellen Asylantragszahlen ansehen, dann sehen wir, dass wir jetzt Ende Oktober schon über den Asylanträgen von 2015 sind. Jetzt war das 2015 das vorherrschende Thema. Hätten wir diese Zahl 2015 gehabt, wären die Titelblätter voll gehabt. Jetzt bekommt man es gar nicht so sehr mit. Es ist Pandemie, es ist Krieg, es ist Inflation, also viele, viele Krisen und Probleme auf einmal. Herr Fassmann, wie lässt sich die aktuelle Lage einordnen? Wir haben vorher dieses Wort Flüchtlingskrise gehört und vor allem mit 2015 in Zusammenhang gebracht. Ist das jetzt ähnlich wie 2015 oder eine andere Situation? Naja, ich bin in der Debatte nicht mehr ganz so zu Hause. Ich weiß nicht, das sind jetzt die Asylanträge. Nicht die Grundversorgung. Genau. Aber nicht die Grundversorgung auf der einen Seite und auch nicht die Ukrainer und Ukrainerinnen, die ja letztlich durch eine europäische Richtlinie en bloc sozusagen eine Aufenthaltsberechtigung erfahren haben. Aber dahingehend wäre ich jetzt, das sind schon beachtliche Zahlen, das ist gar keine Frage, auch dann, wenn nicht alle in der Grundversorgung sind und viele weiterwandern. Wir haben eine beachtliche Zuwanderung hinter uns und höchstwahrscheinlich vor uns. Der einzige Vorteil ist, dass derzeit die mediale Überlagerung durch andere Themen einfach sehr viel stärker ist. Und daher ist nicht die gleiche, wenn man so will, das gleiche Narrativ wie 15, 16 vorhanden wie heute. Und unabhängig davon muss man auch sagen, ist die Solidarität mit der Ukraine noch immer und Gott sei Dank eine sehr starke. Frau Kohlenberger, ich oute mich jetzt als OF24, allerdings nicht regelmäßig, sondern ich habe mir Ihr Interview angesehen Ende Oktober und Sie haben gesagt, man muss unbedingt unterscheiden die Zahlen Asylanträge und Grundversorgungszahlen. Warum? Warum ist das vielleicht auch nicht so aussagekräftig, was wir da sehen? Ja, ich meine, es ist natürlich ein gutes Beispiel und das würde sich jetzt hier anbieten und wäre ein schönes Privileg, wenn wir jetzt auch eine Einführung in statistische Methoden vom Herrn Professor Fassmann bekommen würden, weil man natürlich weiß, die Frage, welche Zahlen werden wie ausgewählt, auch eingeordnet dargestellt, macht natürlich auch etwas. Ja? Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, glaube ich, gerade auch bei der Frage von Politikberatung oder auch mediale Repräsentation von Wissenschaft. Aber um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Also was hier nicht angeführt ist, dass dieser sehr hohe Prozent, also diese hohe Zahl im Jahr 2015, das war ja knapp 1% der österreichischen Bevölkerung, dass da fast alle dieser Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, auch tatsächlich in Österreich geblieben sind, um den Ausgang dieses Asylverfahrens abzuwarten. Fast alle sind geblieben, manche haben einen negativen Bescheid bekommen, die müssten dann zurückgeführt werden. Ich sage müssten, weil wir wissen, das ist in der Praxis manchmal schwierig, je nach Herkunftsland, aber generell hatten die meisten auch wirklich die Absicht zu bleiben. Jetzt haben wir eine relativ große Lücke zwischen jenen, die einen Asylantrag stellen und jenen, die in der sogenannten Grundversorgung, wie Sie schon gesagt haben, verbleiben, die auch tatsächlich den Ausgang des Verfahrens abwarten. Etwa ein Drittel bis manchmal sogar die Hälfte der Personen wandert innerhalb von Tagen oder Wochen weiter in westeuropäische Länder, weil sie dort Arbeit suchen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie gut ist unser Migrationssystem abgestimmt auf Arbeitskräftebedarf, aber auch sozusagen ankommende Menschen, die zwangsläufig, möchte man fast sagen, in der Asylschiene landen, wo sie eigentlich nicht hingehören, auch nach eigenem Ermessen. Und die eben, wie gesagt, das Land wieder relativ rasch verlassen, was nichts daran ändert, dass natürlich in dem Moment die Zahl doch hoch ist und sie zumindest für eine gewisse Zeit in Österreich untergebracht und versorgt werden müssen. Und das sind wir derzeit. Und was auch spannend ist, ganz aktuell, ich habe erst
Anfang dieser Woche ein neues Papier vom deutschen Migrationsforscher Frank Duvel gelesen, vom Deutschen Dezim-Institut, der gesagt hat, interessanterweise steigen ja die Aufgriffe auf der sogenannten Westbalkanroute. Übrigens, das muss man hier aufklären, die Westbalkanroute ist nicht eine Route. Das finde ich ist medial immer so schlecht dargestellt, als wäre das so ein klassischer Weg wie ein Trampelpfad, stellt man sich das vor. Das sind natürlich unterschiedliche Wege, von Serbien in dem Fall meistens ausgehend, über entweder mit Slowenien oder Slowakei oder wir haben auch über Tschechien, dann kommend eher von nördlich, je nachdem. Und dass es aber nicht so ist, dass es sich bei diesen Aufgriffen, wo jetzt die Zahl steigt, auf der Westbalkanroute ausschließlich oder vordergründig um Personen handelt, die neu nach Europa einreisen, sondern viele Menschen waren zum Beispiel schon Monate oder Jahre lang in Griechenland untergebracht, auch asylberechtigt in Griechenland. Griechenland hat in den letzten beiden Jahren ganz massiv Unterbringungsstandards nach unten gesenkt. Menschen, die dort Asyl erhalten haben, bekommen keine Unterkunft mehr, keine Lebensmittelversorgung, sind auf sich alleine gestellt, nutzen jetzt das Fallen der Covid-bedingten Reisebeschränkungen, um sich selbst ermächtigt, muss man sagen, auf den Weg in andere europäische Länder zu machen, weil sie meinen, dass es dort einfacher und besser ist. Und das will man ja eigentlich auf europäischer Ebene vermeiden. Durch sogenannte solidarische Umverteilung ist immer wieder ein großes Thema, das aber in der Praxis nicht funktioniert. Und jetzt sieht man, die Menschen kommen vielfach auch dann einfach selbstermächtigt an. Ja. Also da gäbe es schon, bin ich wieder beim Thema Politikberatung, ich glaube, es gäbe schon Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Es fehlt auch sicherlich nicht an teils sehr kreativen, teils auch gut erprobten Konzepten, ob wir jetzt von zirkulärer Migration sprechen, Arbeitsvisum auf Zeit etc. Die Frage, soll ein Spurwechsel zwischen Asylschiene und Migrationsschiene möglich sein, wie in Deutschland umgesetzt? Ich glaube, woran es eher scheitert, ist am politischen Willen und der politischen Willensbildung, nicht? Weil, das wurde jetzt sehr gut dargestellt, auch von Professor Fassmann, es ist natürlich ein Thema, das auch medial immer stark aufgeladen wird. Und wir wissen leider, mit diesem Thema lässt sich nicht nur in Österreich, sondern lassen sich auch in Gesamteuropa, in vielen europäischen Ländern, Wahlen gewinnen. Und das ist dann ein Thema, wenn es ungelöst bleibt, würde ich sagen. Und da sind wir wieder sehr stark auf der Frage der Erzählung dahinter und weniger der Fakten. Ich sage immer, es gibt kaum einen Themenbereich, wo Realität und Rhetorik so weit auseinanderklaffen wie beim Thema Asyl. Und das sieht man, glaube ich, jetzt auch in der aktuellen Debatte sehr deutlich. Jetzt sitzen hier heute im Publikum auch viele Menschen mit Migrationsgeschichten. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob es Frauen schwieriger als Männer haben. Haben es Personen mit Migrationsgeschichte, vielleicht auch mit einem Namen, der bereits darauf schließen lässt, schwieriger, und zwar nicht nur beim Semmelkaufen, sondern auch bei Bewerbungen etc.? Aber Sie dürfen die Frage nicht so allgemein stellen. Wir sehen deutliche Unterschiede hinsichtlich der sozialen Mobilitäten, des sozialen Status nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer bei den Deutschen, bei den Polen. Natürlich gibt es auch so etwas, da gibt es ja interessante Tests. Man verschickt 100 Stellen, Einladungen, die sind dann adressiert, sind dann der Absender ist einmal Frank Müller und einmal ist es Mehmet, weiß ich nicht. Und dann schaut man, wie viele konkrete Einladungen kommen dann an den Frank Müller und an den Mehmet. Und da gibt es signifikante Unterschiede. Das ist eben das, was Sie vorhin bei der Frage, hat Österreich einen Rassismus? Ja, das ist eine Form der Vorurteilsbehafteten, des vorurteilsbehafteten Handelns. Also die Integrationserfolge sind sehr, sehr unterschiedlich in Österreich. Mit alles passiert ganz wunderbar und bei anderen Gruppen, wo man auch sagen muss, ohne jetzt sagt, wer daran schuld ist, sondern nur faktisch festgestellt, ja, auch nach 5 Jahren Arbeitslosigkeit noch sehr hoch, Erwerbsquote sehr gering, wo man sagen muss, ja, das hat nicht funktioniert. Jedenfalls steigt in Österreich auch der Anteil jener Personen der Bevölkerung, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, die also eine andere haben. Und das ist in Österreich noch immer beim Wahlrecht entscheidend. Das heißt, Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft dürfen nicht wählen. Wir haben das auch auf einer Grafik dargestellt, wo man schön sieht, von 2000 bis 2019, wie das deutlich steigt und auch weiter steigen wird. In nächster Zeit. Ist auch mit Blick in die Zukunft, Frau Kohlenberger, das österreichische Wahlrecht auch noch zeitgemäß oder kriegen wir ein Demokratieproblem, wenn immer mehr Teile der Bevölkerung nicht wahlberechtigt sind?
rhetorisch. Das ist Suggestivfrage. Suggestiv, ja. Ich würde weniger beim Wahlrecht ansetzen als bei der Frage der Einbürgerungsgesetzgebung tatsächlich, weil da wissen wir, da gibt es gute Studien vom Kollegen Rainer Bauböck zum Beispiel, der sich seit Jahrzehnten damit befasst, und jetzt ein jüngerer Kollege, der Gerd Walchers. Ich mache jetzt ganz viel Name-Dropping, damit Sie alle sehen, welche tollen Migrationsforschenden es in Österreich gibt. Die müssen ja die Disziplin hochhalten. Die tatsächlich gezeigt haben, dass Österreich im internationalen Vergleich eigentlich ein Schlusslicht ist, wenn es um den Zugang zur Staatsbürgerschaft geht. Ja. Also in kaum einem anderen Land weltweit ist die Staatsbürgerschaft im Aufnahmeland so schwierig und langwierig zu erlangen wie in Österreich. Das hängt einerseits mit Aufenthaltsdauer zusammen, es findet auch eine Form der ökonomischen Selektion statt, weil man relativ hohe Einkommensgrenzen nachweisen muss. Wenn man zum Beispiel in einer WG mit jemandem wohnt und der selber bezieht Mindestsicherung, dann wird einem das selber bei der eigenen Einbürgerung auch negativ ausgelegt, was wirklich paradox anmutet und ist es auch. Unterschiedliche Bundesländer verlangen unterschiedlich hohe Gebühren für die Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema, das wir uns ansehen sollten. Gleichzeitig gibt es natürlich eine nicht unwesentlich große Gruppe, würde ich sagen, allen voran, auch viele deutsche Staatsbürger, für die das vielleicht nicht so attraktiv ist, zu sagen, warum soll ich die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben und die österreichische annehmen. Punkto Reisefreiheit weltweit gibt es kaum Vorteile, wüsste ich jetzt eigentlich nicht, inwiefern der deutsche Pass noch attraktiver wäre als der österreichische. Aber die vielleicht seit Jahrzehnten hier leben und mitbestimmen wollen, politisch mitbestimmen. Da ist natürlich die Frage, kann man Staatsbürgerschaft von Wahlrecht entkoppeln? Was bedeutet das dann? Ich glaube, das sind wesentliche Zukunftsfragen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, weil es nämlich die Realität multipler Zugehörigkeiten abbilden würde, Mehrfachzugehörigkeiten. Man kann sich gleichzeitig kroatisch und österreichisch fühlen. Das weiß ich, dass man das kann, weil das wurde mir gesagt, dass das so ist. Ja? Ich fühle mich auch gleichzeitig burgenländisch und wienerisch zum Beispiel. Und das ist nicht ausschließend, sondern das ist ergänzend. Ich glaube, die Erfahrung machen immer mehr Menschen auch in diesem Land. Ich glaube, das Instrument der Doppelstaatsbürgerschaft wäre auch ein zukunftsweisendes, nämlich nicht nur für Opernsängerinnen und Fußballstars, sondern eben auch für den normalen Bürger da draußen, wie man so schön sagt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, die Kurve, die Sie hier projizieren, zeigt sehr gut, wo wir schon uns überlegen müssen, schaffen wir Rahmenbedingungen, die die Realität der Einwanderungsgesellschaft abbilden. Und ich glaube, bei der Einbürgerung, da gibt es noch ganz wesentliche Stellschrauben, an denen wir drehen können. Herr Fassmann? Ja, ich würde genau den umgekehrten Weg wählen, also nicht über die Staatsbürgerschaftsverleihung, sondern über ein Wahlrecht, welches darauf Rücksicht nimmt, dass Personen, die eine bestimmte Aufenthaltsdauer haben, auch tatsächlich in der jeweiligen lokalen, regionalen Gesellschaft mitbestimmen möchten. Warum? Weil ich finde, das Argument mit der Mehrfachidentität oder Mehrfachloyalität, das ist ja das Argument, warum es eine Doppelstaatsbürgerschaft geben sollte. Naja, was passiert dann, wenn ich irgendwann im Laufe der Zeit von einer Mehrfachloyalität zu einer Einfachloyalität übergehe, muss ich dann die eine Staatsbürgerschaft abgeben? Absurd. Was ist mit den Kindern? Nicht, ich vererbe die österreichische Staatsbürgerschaft und vielleicht auch meine, und sicher auch meine deutsche, wenn ich Doppelstaatsbürger bin. Meine Kinder sind dann Doppelstaatsbürger. Ja, ich muss Sie ernsthaft fragen, was ist die Hauptstadt von Deutschland, um dann die richtige Antwort zu bekommen. Also wenn man das Argument der Mehrfachstaatsbürgerschaften an die Loyalitäten oder Identitäten anhängen möchte, dann muss man genauso auch beantworten, wie weit in einem sogenannten Jus Sanguinis, in einem Vererbungsrecht, gebe ich dann die Staatsbürgerschaften weiter, weil es nicht real ist, dass in der dritten, vierten Generation die gleiche Loyalität zu Österreich und dem Burgenland existiert, so wie sie es jetzt empfinden. Das finde ich die Schwäche in der Argumentation. Deswegen fände ich es besser, gerade für eine hochmobile Gesellschaft, in der wir leben, paar Jahre Österreich, paar Jahre Deutschland, paar Jahre UK oder USA, dass man dann sagt, na, dann koppelt man lieber die Mitbestimmung an der Aufenthaltsdauer, dass sozusagen das Kumulieren von unterschiedlichen Staatsbürgerschaften ist nicht die probate Antwort darauf. Aber was wäre mit der Gruppe, und die ist ja in Österreich nicht so klein, die hier geboren ist, hier aufwächst und trotzdem dann auch sehr
viele und große Barrieren antrifft, bevor sie die Staatsbürgerschaft erlangen können. Nicht? Also ich glaube, da müsste man ja doch an einigen dieser Schrauben drehen. Würden Sie dazu stimmen, dass man sagt, die Einbürgerung als solches muss schon auch gerade für diese Gruppe, nicht alle sind hypermobile Expats, das muss leichter gestaltet werden. Ja? Weil der internationale Vergleich ist ja erschreckend, muss man sagen. Nicht? Das Problem bei der Lösung ist, und das hat der Europarat ja irgendwann einmal auch in einer Resolution festgehalten, innerhalb einer Familie soll es nicht durch Geburt zu unterschiedlichen Staatsbürgerschaften kommen. Weil das könnte in einer Krisensituation auch ernsthafte Auswirkungen haben. Also die Mischung zwischen einem Jus Sanguinis und einem Jus Solis, Kind wird dann plötzlich Österreicher, die Eltern sind, weiß nicht, was anderes. Das ist, und das ist berechtigt, dieses zu vermeiden, weil es könnte dann andere Problemsituationen geben. Ja, natürlich sollte sozusagen nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer erwirbt man sich gleichsam auch ersessene Rechte an einer Gemeinschaft. Ob das jetzt zur Erleichterung bei der Staatsbürgerschaft führt oder zur politischen Partizipation über ein Bürgerschaftswahlrecht, lasse ich mal dahingestellt. Ich finde, dass die Emanzipation über die Aufenthaltsdauer auch beim Wahlrecht für eine vernünftigere Lösung. Meine Abschlussfrage an Sie beide, bevor ich an das Publikum für eure Fragen übergebe, ist wiederum eine idente, nämlich Sie haben heute die Gelegenheit, zu rund 80 vorwiegend jungen und jung gebliebenen Menschen zu sprechen und viele davon überlegen, soll ich studieren, was mache ich nach der Schule, nochmal lernen, jetzt habe ich in der Schule schon so viel gelernt, ich will nicht nochmal 5, 6 Jahre lernen. Warum halten Sie es für gut, dass man studiert, auch für die persönliche Entwicklung, oder was ist Ihr abschließender Appell auch an junge Menschen, wer auch immer sich berufen fühlt, zu beginnen? Darf ich? Also ich gebe Ihnen mit Sicherheit keine Empfehlungen, Sie müssen das oder jenes tun. Das würde meiner Idee von emanzipierten jungen Menschen vollkommen widersprechen. Sie machen das, was Sie machen wollen, und das Wichtigste ist, dass man es will. Für Studieren muss man brennen, weil man muss zähe Jahre durchhalten, aber für jede andere Form der Berufsausbildung muss man auch brennen, denn es ist nicht immer einfach, am Montag um 7.30 Uhr aufzustehen und dann vielleicht in eine Bank oder in ein Büro zu gehen. Also das Wichtigste ist, in sich selbst hineinhören, was man will, und das mit Konsequenz verfolgen. Frau Kohlenberger. Ich glaube auch, dass es kein Generalrezept braucht. Ich kann nur von mir sagen, dass für mich das Studium wirklich eine neue Welt eröffnet hat. Also das hat vieles in meiner Persönlichkeitsbildung angestoßen, dazu beigetragen. Geht ja häufig auch einher damit, dass man vom Land in die Stadt geht, nicht? Und dass man auch einfach ein ganz neues Umfeld kennenlernt. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele teilen. Aber das ist ja nicht unbedingt nur auf ein Hochschulstudium beschränkt. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich nicht von dem verleiten lässt oder nur von dem verleiten lässt, was vielleicht die Eltern oder das eigene Umfeld machen. Und ja, da kann es manchmal ein bisschen schwieriger sein zu sagen, ich wage den Schritt an eine Hochschule, wenn ich eigentlich in meinem Umfeld kaum jemanden kenne, der das getan hat, wenn die eigenen Eltern nicht studiert haben und deshalb auch nicht helfen können beim Inskribieren oder beim Skripten besorgen oder beim Erklären, wie das System funktioniert. Sie sind nicht alleine, da gibt es sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen auf den Universitäten, zum Glück mittlerweile, die das auch nicht in der Familie so hatten und die sich auch den Schritt trauen. Und man findet sich schon und man unterstützt sich gegenseitig. Das wäre tatsächlich mein Appell, dass man sich nicht nur von dem Weg, den die Eltern gegangen sind, leiten lässt oder den vielleicht auch das Umfeld geht, sondern ja in sich hineinhört und sich auch traut. Und selbst dann, wenn man sich traut und merkt nach 1, 2 Semestern, das ist nichts für mich, das ist auch kein Beinbruch. Und ich glaube, da haben wir in Österreich oder in Europa generell, mit Blick auf Amerika nämlich zum Vergleich, kaum eine Kultur des bewussten und guten Scheiterns, das auch erlaubt sein darf, und zu sagen, und jetzt kommt der Plan B. Ja? Der Plan A, der hat dann halt nicht gefruchtet, aber ich bin ja noch jung und Sie sind ja alle noch sehr jung, wenn ich Sie anschaue. Dann kommt der Plan B. Und sich das auch zu trauen, nämlich auch diese Resilienz, diese Widerstandskraft aus sich selbst zu schöpfen, das ist, glaube ich, ganz zentral. In diesem Sinne viel Erfolg für eure Entscheidungen. Plan A, B, manchmal gibt es sogar C auch noch.
Und jetzt einmal vielen Dank für unser moderiertes Gespräch, Dr. Judith Kohlenberger, Professor Heinz Fassmann. Dankeschön.